Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Es ist mehr Zeit, unsere Fabrik hier weiterzutreiben. Ja, okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Militär, ach so, ja. Die grünen Fläschchen müssen wir jetzt langsam mal produzieren. Das bedeutet eigentlich, müssten wir dafür alles haben, oder? Warte mal, lass mich mal gucken. Eisen, ja, das hat sich stabilisiert. Damit hatten wir ja Problemchen. Wo ist denn jetzt die Roboterarme Fabrik hier? Die Roboterarme Fabrik macht nichts. Warum nicht? Die hat keine Zahnräder. Ach, da kommen immer noch nicht genügend Zahnräder an. Ah, die Fabrik hier tut die Zahnräder schnappen. Okay. Und da kommen noch nicht wieder. Da kommt immer noch nicht genug Eisen an. Ach nö. Jetzt habe ich gedacht, wir hätten die Sache hier bereinigt. Ja, das Problem ist jetzt halt, wie kriege ich. Wie kriege ich hier das gebacken, damit hier eben. Ich müsste dann auf der Seite hier noch Öfen hinstellen. Allerdings müssten die jetzt hier dann ein bisschen anders da aussehen. Wie die hier. Sonst funktioniert die Situation nämlich hier nicht. Aber jetzt gehen wir das Problem halt mal an. Was soll man denn anders machen? Gefällt mir jetzt zwar noch nicht so, aber ja. Muss sein. Wie viel habe ich jetzt? 5? 9. So, ja, aber die ganzen Strommäste hier sind jetzt im Weg. Muss ich leider abzwicken hier. Aber die brauche ich hier jetzt gerade auch nicht. Bis auf den einen, den brauche ich nicht wegmachen. So, und folgendermaßen muss das jetzt aussehen. Das ist ein Spiegelbild von da oben. Ja gut, ich greife jetzt eigentlich dann mit einem langen Arm die Kohle ab. Wobei ich auch das Erz abgreifen kann. Das macht überhaupt nichts aus. Was mache ich denn da für ein Quatsch? Raus, weg, hierhin. Der muss auch nochmal weg, dahin. Weg, hierhin. So, ich habe genau gesagt, das Spiegelbild, aber reden und hier was machen, das ist einerseits, ne? Manchmal klappt es nicht so ganz. Und jetzt müssen wir das wieder so machen, dass es hier, ja, dass hier zwei frei sind. Das bedeutet, ja, aber das würde auch bedeuten, ich muss ja hier raus. Also hier wird dann das Erz transportiert, untertunnelt, hier rüber. Und ich bin wieder mal zu weit weg. So, und das würde dann hier angeschlossen, immer noch zu weit weg, hier angeschlossen, so. Dann brauchen wir so ein Hütchen. Ihr wisst ja, warum ich das immer Hütchen nenne, weil das halt so aussieht hier. Das unterirdische Fließband hier. Ich baue gleich mal ein bisschen mehr. So, und hier. Das wäre schon mal vorbereitet. Und dann müsste. Wie haben das gemacht? Ja gut, das muss nicht unbedingt das gleiche wie hier oben sein. Aber es sind ja eigentlich 1, 2, 3. 4, 5. Moment. Es sind hier nur noch 4 solche Abzweigungen. Dann machen wir das gerade gegengleich. Also. Hier wird ein Band sein. Hier baue ich ein Band hin. Hier. Und hier und hier, dann müsste sich das eigentlich ausgleichen. Also 1, 2, 3, 4 nämlich hier so. Und hier sind es ja 5, wo ich dann hier, oder? Stimmt es? 1, 2, 3, 4, 5 mit einem langen Arm. Ja, stimmt. So. Und jetzt folgendermaßen, lass das Band in der Hand, du machst gleich weiter.
So. Jawohl. Und dann einmal ums Eck. So. Gut, und jetzt könnten die natürlich nicht einfach mal so hier greifen, großartig. Also, dann wird es sein. Ich brauche hier mal ein paar lange Ärmchen. Dann brauche ich natürlich auch ein paar kurze Ärmchen. Ja gut, in der Hinsicht müsste ich eigentlich fast doppelt machen. Das ist nämlich das Problem jetzt hier in der ganzen Situation. Mal sehen, wie kann ich das am besten mit Strom versorgen? Ja, das ist das, wie ich es meine. Ich muss auf jeden Fall bei denen hier lange machen, weil die Kohle brauchen. Na, das machen wir jetzt mal hier so. Hier lange. Hier lang, hier lang. Ja, natürlich bei allen Öfen lang. Da habe ich natürlich zu wenige gebaut. So, erstmal wieder normale Greifarme. Dann nochmal drei lange. Halt nicht nur drei lange. Brauche ich natürlich mehr. So. Der legt auf das Band aus, der legt da aus, der legt hier aus, der dort und der hier. So. Und jetzt müssen aber hier auch noch die langen hin. Ja, und ich würde halt gerne das so machen, dass ich das Erz aber noch von dem Band hier runtergreife. Aber das funktioniert leider nicht. Weil ich krieg die nicht alle mit Strom versorgt hier, die Roboter. Nee, das haut da nicht hundertprozentig hin. Das ist jetzt das einzige Problem, was wahrscheinlich sein könnte, dass das Erz nicht schnell genug nachkommt dann. So, da zwangen wir mal an. Hier einen Pfosten. Wenn ich natürlich immer in der Nähe sein würde. Dann hier einen Pfosten. Moment mal, das funktioniert hier nicht. Da muss der Roboter aber anders hin. Leider, aber es geht halt nicht anders da. So, und jetzt, da dasselbe Spiel, der steht auch im Weg. So. Dann kommt er halt hier hin. Ja, und jetzt kann ich. Ja, wobei er kommt eigentlich ganz gut noch zurecht, weil wenn da mal einer fehlt, dann fließt aus dem anderen einer nach. Also es ist eigentlich wirklich gar nicht mal so übel, wie ich mir es gedacht hatte. So, und jetzt kommen die ganzen Stromleitungen wieder hier hin auf der Gegenseite. Hat mal hier so. Ne, Moment mal. Der steht auf der Seite. Ja, aber da ist Band. Na, dann müssen wir es eben anders machen. Dann machen wir es da eben so. Ja, und da sind mir die Strommasten ausgegangen. So. Ja, da passt jetzt gerade wieder, dass das jetzt ja gerade Verbindungen sind und kein so zusammengeklapptes Viereck sozusagen hier. So. Gut, jetzt haben wir die Seite und jetzt brauchen wir nochmal lange Greifarme. Und zwar immer die hier, wo hier dann nach außen legen. So, der kann hier am Pfosten entlang greifen, das ist wurscht. Das geht Gott sei Dank, dass die da nicht einfach hier bonk. Ja, so geht's nicht. Jetzt habe ich zwei zu viel gebaut. Naja, auch nicht schlimm. Aber jetzt lädt jeder aus. Jawohl. So, jetzt haben wir das ja verstärkt, die Produktion. Jawohl. Perfekter Meter. Ja gut, ich kann jetzt natürlich das Ganze weiterspinnen.
Ich könnte hier wieder abzweigen, Erz nach unten führen, dann nochmal eine Ofenreihe und die wieder da drauf oder da oben dasselbe Spielchen machen. Je nachdem, könnte man alles machen. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt produzieren die natürlich wieder fleißig Zahnrädle. Ich hau ihr aber mal ein bisschen Zeug nach. Ja gut, hier, das Band ist voll, aber das macht uns nichts. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ah ja, jetzt düsen hier genügend Zahnräder echt durch. Und der nimmt auch nicht alle weg. Und ja, jawohl, das geht ja prima. Jetzt kann der hier uns Ärmchen produzieren. Wie schnell produziert es hier? Ja, das hakelt ein bisschen die Situation. Ich glaube, ich baue mal noch einen schnellen Arm dafür. So. Der wird hier ausgetauscht. So, jetzt kann die Fabrik ein bisschen besser laufen. Das geht hier unten durch. Ja, das muss hier aber, glaube ich, noch weiter durch. Ja, zu weit auch wieder nicht, aber Okay, jetzt müssen wir die ganze Situation. Wie war denn das mit diesen grünen Flaschen? Oppala, da bin ich gegen was angekommen mit meinem Fuß. So, Ein Greifarm, ein Fließband. Okay. Die Fließbänder kommen hier. Okay, ja gut, die kommen, wenn sie denn würden. Ach so, ja, der Roboter hier füllt hier fleißig das hier zu. Ja, ich habe hier unten was liegen unterm Tisch und ja, da füßle ich jetzt halt ein bisschen dran rum. So, warte mal, das kann noch eins und dann müsste. Nee, da kann ich aber nicht so viel tunneln. Das ist. Ja, gut, dann ist es halt mal wieder so. Dann fließt hier einfach mal ein Band durch. Und übrigens, Fließband? Nö, nichts mehr Fließband, ne? Ja, aber ich weiß, wo es noch welche gibt. Hier gibt es welche. Die müssen sie sogar schon einlagern. So, dann geht's hier mal weiter einfach. Hoppala. Das war nix. Ja, da ist halt wieder die Ölgeschichte. Da geht eigentlich auch nicht viel. Das bedeutet, wir kommen hier raus. Brauchen wir jetzt ein Hütchenband hier. So. Ja. Welche Richtung fahren wir denn? Also, die Dinger kommen hier raus und ja. Dann machen wir das halt mal so. Gut, bei denen mache ich es jetzt nicht so, dass ich da jetzt nochmal Teilerband hinbaue. Das brauche ich eigentlich so ist im Moment nicht. Warte mal, wir machen es erstmal anders. So, und jetzt. Zack. Jawohl. Hehe. Ich bin immer froh, wenn ein Plan funktioniert. So, jetzt ist die Frage, wie ich das allerdings hier ausführe. Irgendwas ist hier blöd, glaube ich. Irgendwas gefällt mir an der ganzen Sache nicht. Ich weiß bloß noch nicht ganz genau was. Eigentlich müssten die roten Fläschchen auf der anderen Seite rumfahren. Aber das kriege ich nicht hin, das ist das Problem. Oder wenn ich die hier einspeisen würde. Ach ja, jetzt machen sie mir das ganze Band voll. Nein, das ist natürlich blöd. Nee. Ich krieg die jetzt hier nicht in die Mitte rein, das ist das Problem.
Aber das wäre kein Problem. Ich kann ja. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Das wird ja jetzt halt einen Versatz geben. Auf jeden Fall muss ich hier versuchen, dass ich hier an der Ölquelle noch vorbeikomme. Das ist ja wieder so ein Viererblock, also das heißt, hier wäre dann die Dings. Dann habe ich hier zwei Dings Platz, okay. Oder Quatsch, die Dings ist ja, glaube ich, oder sind die so groß? Ah, da komme ich schon mal Bänder durch. Wie geht denn das? Ist der jetzt zu langsam geworden? So. Warte mal, kann ich hier vielleicht. So. Das ist zwar nicht sehr elegant jetzt, was ich hier treibe. Aber naja, es ist zweckmäßig. Und es müssen auch nicht ewig viele sein, von daher. So, gut, das ist jetzt hier ein bisschen blöd hier. Ach, da habe ich noch, das braucht man immer. Ja, Bänder schon wieder ausgelaufen. Ja. Was ist denn jetzt auf einmal los? Warum kommen jetzt auf einmal ein Haufen Dings an hier? Ja, das muss ich auch hier beheben, die ganze Sache hier. So, mal leerräumen. Das packen wir gleich mal hier in die Fabriken rein. 38 Flaschen, ne? So. Ich weiß gar nicht, wie viel da reingehen. So, egal. Einfach mal irgendwie verteilen hier. So. Dann müsste das. Warte mal, wie funktioniert denn? Das müsste hier eigentlich. Ja, doch, das funktioniert. Ja, das ist wie ausgemessen, ey, Leute. Wie ausgemessen, allerdings eine Fabrik nützt ja nichts. Gut, ich mache hier, glaube ich, noch eine rote Fabrik. Und drei Grüne auf jeden Fall. Ja, das dauert jetzt natürlich eine Weile, bis es hier wieder gefertigt wird hier. Lalalala. Also du machst grüne Flaschen bitte. Und die Bänder müssen hier mal weiter fließen hier. Haha, Fließband. Ich mache den Witz immer wieder gern. So. Gut, er greift sich von da auf jeden Fall die zwei Sachen. Oh, stromtechnisch. Oh, da müssen wir aufpassen. Deswegen kommt da jetzt auch Bänder an. Stromtechnisch wird es gleich kritisch sein. Stromversorgung kritisch. So, natürlich, das machen wir so. Weil das später das mit der Strom. Wobei. Komm, da wollen wir jetzt mal nicht so sein. Das machen wir jetzt so. Oder? Oder nicht? Na, meinetwegen machen wir es mal so. Ups, ich habe eine Fabrik zu viel gebaut. Ernsthaft? Really? So, warte mal. So und so. Ja, das ist Kopie. Und hier dasselbe. Ach, da bin ich zu weit weg. So, so und so. Okay. Okay, Greifarm. Ah, da haben wir sogar ein bisschen Stromversorgung. So und so. Und dann legst du mir das bitte hier auch wieder raus. Strommasten. Oh, das sieht überhaupt nicht schön aus. Ja, dann machen wir es eben so. So, und hier noch einfach mal so, weil es geht. Hier ist eine tote Stelle sozusagen, aber das ist auch egal.
So, die produzieren ja eigentlich trotzdem so langsam, dass der Roboter eigentlich da hinterherkommt im Moment. Also brauchen wir da gar keinen schnellen, das habe ich nur gedacht. Ja, wobei, die produzieren jetzt so schnell, weil, ja. So, da fehlt schon wieder mal Kohle. Ja. Was ist denn los? Kommt er nicht schnell genug nach, hier Dampf zu erzeugen, oder wie sehe ich das? Klappt, wir brauchen ja noch eine Dampfmaschine, oder? Täuscht es. So, kann ich da vielleicht noch eine anschließen? Also so ein Dampfkessel meine ich halt. Ja, das habe ich eigentlich so hingemacht, dass es geht. Jetzt habe ich wieder keine Rohre, das ist wie immer so. Ein Rohr hierhin. Und noch einen Greifarm. So. Okay, dann beschick das Ding mal. Ja, aber das reicht wahrscheinlich immer noch nicht, oder? Effizienz 50%. Warum hat er nur 50%ige Effizienz? Das kapiere ich einfach nicht. Dampf 1, Dampf 1. Okay. Jetzt wird er langsam wieder Dampf hochgefahren. Leistung ist voll. Reicht der Strom jetzt wieder? Ah, ganz knapp. Ja gut, der Dampf muss mal noch hier weiter erzeugt werden. Wollen wir doch mal schauen. Also jetzt ist auch Flüssigkeitsverbrauch 30 von 30 pro Sekunde. Aha. Da ist auch die Forschung fertig geworden. So, Stromnetz. Da haben wir doch gesagt, die brauchen wir auf jeden Fall. Also her mit. Das nächste wird dann die Stahlproduktion wahrscheinlich sein, dass wir rein müssen. So, jetzt sind wir wahrscheinlich wieder voll mit dem Dampf, oder? Ja, ziemlich voll. Ja, könnte fast noch eine Dampfmaschine brauchen. Wobei die jetzt, naja, die heizen eigentlich wieder langsamer. Jetzt hat er mit der Kohle ordentlich zu tun gehabt, ne? Ja, ich glaube, jetzt ist der Strom eigentlich einigermaßen in Ordnung. Aber der Kohleproduzent hier, der ist sehr langsam hier jetzt gerade. Ich würde gern noch einen dazu bauen. Wo haben wir es denn? Hier. So, wo bleibt er? Hier. Ja, dann kommt er eben hier hin. So. Warum habe ich das eigentlich so gebaut? Das kann doch hier ruhig. Ach, ich glaube, das ist noch die alte Bauweise gewesen. Das kann hier ruhig doppelt laufen. Dann ist da mehr vorhanden. Ja, und die Sache ist jetzt, wie viel erzeugen denn die? Wie viel mal das nochmal Leistung? Kann ich es irgendwo nachlesen? Oder warte mal. Produktion 2,6 Megawatt. Und eine Dampfmaschine erzeugt wie viel? 900 Kilowatt. Und wir haben jetzt 1, 2, 3. Wie viel sind das? 2. Ja, doch 2,7 Megawatt wären das dann komplett. Also immer hart an der Grenze. Verfügbarkeit, ja, das ist
Wir brauchen eine neue Dampfmaschine, so wie es ausschaut. So, einmal. Muss ich gleich mal ausmessen, ob dahin passt. Drehen. Nee, die passt hier nicht mehr hin. Schade. Oder wenn ich sie. Ja, wenn ich sie so hinstelle. Nicht schön, aber zweckmäßig. Und wenn das Kohleding hier mal weg wäre, dann ja. So. Jetzt haben wir hier natürlich Stromausfall. Das ist natürlich ganz schlimm. Das soll nicht sein. So. Rohre. Ganz viele Rohre, bitte. Ich hoffe, da komme ich jetzt hin. Ja, geht gerade so. Okidoki. So, wie schaut es jetzt aus mit unserem Strom? Die müssten das ja packen, oder? Mit dem Dampf. Ja. Ja, früher hat man da viel mehr gebraucht, jetzt schon hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Produktion 2,8. Verfügbarkeit, okay, 2,8. Und die Produktion selber braucht gar nicht so viel momentan. null, okay. Also jetzt müssten wir eigentlich 3,6 Megawatt produzieren können. Ja. Die Frage ist halt wirklich, wie viel das hier jetzt mit dem Dampf ausreicht. Ja, wir beobachten die Sache dann mal weiter, ne? Auf jeden Fall läuft die Fabrik wieder schnell jetzt. Ja, und jetzt sehen wir schon wieder, dass hier die Eisenproduktion nicht nachkommt, dass wir die dann verstärken müssen. So, hier können wir uns auch wieder Platten rausklauen. Wie schaut es denn hier aus? Der ist auch voll. Hier ein paar Steine können wir wieder mitnehmen. Wie schaut es hier oben aus? Kohletechnisch, ja, ziemlich mau. Aber der hört irgendwann auf, also irgendwann ist da mal Schicht am Schacht. So, das haben wir mal vorbereitet, aber wir brauchen ja Säure. Jetzt habe ich noch eins in der Tasche, also was ich nicht haben möchte. Das sind hier. Oh, das ist noch voll. Okay. Also hier ist gerade Stau. Hier ist auch Stau. Ups. Rein mit. Aber der, ja, der ist auch voll. Und hier auch rein. Ich will das ja aus meinem Inventar loswerden, das Zeug hier, was ich nicht brauche. So, da wird doch fleißig geackert. Ja, das schmeiße ich jetzt einfach mal wieder in die Kiste rein. So. Kohle, Kohle, Kohle. Wie schaut es da unten aus? Oho. Aber Dampf produziert ja fleißig. Aber wir brauchen, glaube ich, noch mehr Kohleproduktion hier. So, da hätten wir wieder einen. Ich baue den auch hier aufs Band dazu. Da müsste er noch funktionieren. Wow, ein Band, ja. Da kommt man weit mit. So, und ich weiß, wo es noch Bänder gibt. Also von daher. Warte mal, ich tu mal hier. Ich habe zu viele Arme hier im Inventar. Pack die mal hier rein. So viele brauche ich auch nicht. Vorläufig zumindest nicht.
So, dann kassiere ich hier. Ach ja, das war jetzt wieder natürlich kontraproduktiv. Ja, jetzt habe ich erst wieder ärmlich mitgenommen. Ich kann es ja einfach nicht lassen. So, dann packen wir hier auch wieder welche rein. So, 10 Stück reichen mir erstmal. So, ja, jetzt stehe ich richtig. Zum Band entnehmen. So, jawohl. Aber früher waren es, glaube ich, nur 50er Stacks bei den Fließbändern. Glaube ich zumindest. So. Band. Ich weiß nicht, auf welcher Seite der es jetzt ablegt, aber ja. Das kriegen wir alles gebacken. Der bringt hier hinten nichts. Hat natürlich kein Kabel dran gehabt. Dann machen wir ihn eben hier hin. Ach, der legt es auch auf die Seite. Ach, naja, egal. Auf jeden Fall ist hier dann was vorhanden. Ja, man merkt, dass da mal mehr Energie gebracht wird und mal weniger. Je nachdem, was da so im Betrieb ist. Ja, und als nächstes wird halt sein, dass ich hier die Erzproduktion noch ein bisschen aufkurbeln muss hier. Schaut es dir dann aus? Okay. Ich klaue mir mal wieder Platten. Der braucht wieder Kohle. Der braucht auch Kohle demnächst wieder, deswegen immer wieder mal nachfüllen. Ja, und jetzt brauche ich selber wieder Kohle. Ja, und hier liegt eigentlich genug Kohle rum. Erz, ja gut, dann nehmen wir halt Erz noch mit. So. Das Erz packe ich hier wieder in den Ofen rein. Ja, gut, aber es geht gerade alles noch so hier. Grad so. So, mal gucken. Der braucht auch wieder Stoff. Jawohl. Ihr schaut hier gut aus. Okidoki. Ja, läuft bei uns. Ja, gut, jetzt wird momentan wieder nicht mehr so viel Strom gebraucht. Ja, hier steht auch ziemlich alles. Aber wenn halt die Fabrik richtig hochfährt, dann braucht es ordentlich Leistung. Aber momentan stehen viele Sachen hier jetzt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier erstmal durch wieder, ne? Ja, der hat bald nichts mehr zu schaffen, oder? Ja, naja, es geht noch. Da auch gerade noch so, aber wir müssen hier, ja, wir müssen bald ein neues Feld wieder anstechen. Was ich aber schon machen könnte, wäre mal wieder hier ein paar neue. So, Strommasten brauche ich auch wieder ein paar. Ach, ich habe schon wieder keine Eisenplatten mehr. Es ist kein Problem, ich weiß, wo liegen. Zzt. So, Panik. Wir müssen das alles hier wieder auffüllen. Kupferplatten könnte ich auch wieder ein paar mitnehmen. So. Und noch ein paar. Jawohl. So, und die Dinger. Ja gut, da kann man ein bisschen reinrucken. Die müssen jetzt nicht drücken an Rücken stehen. Ja, bloß das Problem ist es, dass ich gleich sehen. Wie schaut es denn da oben aus? Wenn ich das so hab, ich mache hier mal nur so einen Abdruck und so. Ja, dann wird es so gebaut. So, den kann ich ziemlich hier hinbauen. Da lasse ich Platz. Da lasse ich auch Platz. Halt, Platz wollte ich lassen, habe ich gesagt. Hier. Ja, da geht es wieder blöd aus.
Ja, da haben wir eine Lücke hier, eine tote Ecke. Ja, und du hörst jetzt einfach mal aus mit dem Käse hier. So. Hier. Jetzt ist natürlich wieder das Problem. Ich habe jetzt 5. Und ich müsste hier auch irgendwie 5 hinquetschen. Aber so wie das aussieht, werden das keine 5 hier sein. Ja, erstmal habe ich keine mehr. Da muss ich wieder welche bauen. Ja, und wenn der hier mal durch wäre. Wobei, nee, das stört eigentlich gar nicht. So. Ja, es ist ein bisschen blöd, aber den einen, wenn ich nicht platzieren hätte müssen. Und ich speist jetzt auch wieder hinten ein. So. Hier machen wir mit R. Sonst habe ich wieder das Zeug in der Tasche. Und das möchte ich nicht haben. Ich brauche kein Erz in der Tasche. Also muss ich irgendwie Strom hinkriegen. So vielleicht. Hier. Und hier noch. Und der eine braucht eine extra Leitung. So. Hätten wir. Dammtidammtidamm, wie schaut's denn aus? Ja, wird schon. Abholen, danke. So, Kupfer, Kupfer, Kupfer. Naja, haben wir nicht genügend. Ja, kann ich euch das jetzt vielleicht mal demonstrieren? Ja, seht, hier kann man dann zum Beispiel Leitungen verlegen. Aber das bringt natürlich nichts. Hier ist schon eine Leitung aufgelegt. Ich kann sie. Moment mal, habe ich die jetzt abgenommen? Ah, jetzt ist wieder dran. Man kann die aber auch abnehmen. Ist ja lustig. Das wusste ich gar nicht. Dass man die auch wieder wegnehmen kann. Aber jetzt habe ich dann einen Dinger verloren. Ist wohl zerstört worden. Aber man kann da dann hier noch Signalkabel auflegen. Also man kann drei Leitungen sozusagen an einem so einem Pfosten haben. Jetzt habe ich natürlich die besseren Stromnetze. Okay. Jetzt können wir das auch nochmal noch machen. Das brauchen wir vielleicht mal die Auffüllung hier. So, jetzt schauen wir mal. Hier mehr Erz. Das eine Band steht trotzdem die eine Seite. Ja, primo. Jetzt ist hier voll. Das so will ich sehen. Die Elektrizität. Ich will da immer wieder mal nachgucken. Okay, nee, jetzt ist wieder in Ordnung. Jetzt haben sie einen Verbrauch von 14 zu 30. Das ist nur halb Kapazität momentan, was die hier gerade brauchen. Und die Dampfmaschine. Warum hat die eine 200 und die andere hat noch nicht 200? Warum ist das so? Naja gut, da will ich jetzt nicht weiter hier gegenstellen. So, das nächste wird irgendwann sein Öl. Aber da müssen wir halt die Stahlproduktion ankurbeln. Ja, hier muss auf jeden Fall das Brennholz hier weg. Aber das steht hier nämlich noch auf der Ölquelle rum. Das braucht man hier nicht. Ja, wir brauchen eh wieder Holz, weil wenn wir noch ein paar Pfosten bauen würden, aber ja gut, die Ära ist jetzt eigentlich ziemlich rum. Wenn wir dann mal die Stahlproduktion in Gang schmeißen. Ja, jetzt mache ich es halt wieder so, dass ich das wahrscheinlich wieder an der Plattenproduktion ankoppel, wieder hier oben irgendwie. Ja, das nächste Problem ist halt irgendwann. Reicht das hier bald nicht mehr aus, die Versorgung hier mit Eisenplatten? Ja, wir werden sehen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.